Liebe Geschwister, jetzt habe ich, subhanallah, meine Einleitung oben auf dem Schreibtisch liegen lassen. Und diese Einleitung kann ich leider auswendig nicht wiedergeben. 27 Kettenglieder fehlen mir. Meine Einleitung war gewesen, dass Sheikh Muhammad Hashim, unser Koranlehrer, unser Imam, der an 5 Tagen in der Woche für 5 verschiedene Gruppen Koran-Kurse anbietet, dass dieser eine Lehrerlaubnis, eine Ijaza, bekommen hat. Und diese Lehrerlaubnis im Islam ist gleichzeitig auch ein Lehrauftrag. Man kriegt das nicht einfach so und dann am Ende hat man keinen Auftrag. Ja, die Lehrerlaubnis ist der Lehrauftrag. Und er hat diesen Lehrauftrag bekommen von Dr. Ayman Swayed, der den Lehrauftrag bekommen hat von seinem Lehrer. Und danach gibt es noch 26 Personen. Die 26. Person ist Zaid, der Sohn Thabits, der den Koran auswendig lernte. Und der Prophet sagte bei ihm, sallallahu alaihi wasallam, nehmt den Koran von Zaid. Und 3 weitere Prophetengefährten haben noch diese Ehre erhalten, darunter Ubay ibn Ka'b und 2 andere. Das heißt, Sheikh Hashim ist der Lehrbeauftragte Dr. Ayman Swayed, der in ununterbrochener Kette bis hin zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeweils Lehrbeauftragte hatte, ja, die diese Lehrerlaubnis, diese Lehrbefähigung, diesen Lehrauftrag weitergereicht haben an ihre Schüler. Und subhanallah, diese Kette hört nicht beim Propheten auf, sallallahu alaihi wasallam, sondern sie geht weiter über Jibril, alaihi salam, der den Koran empfangen hat von Allah Ta'ala, Allah dem Erhabenen, subhanallah. Sheikh Hashim, der Azhari ist, ja, Sheikh Hashim, der uns bekannt ist, wundervolles Benehmen. Imam Shafi'i, als seine Mutter ihn zu Imam Malik schickte, sagte sie was? Sie sagte, lerne von ihm zuerst, wie du dich zu benehmen hast, bevor du dir von ihm Wissen aneignest. Ja, so wichtig das ist das Benehmen im Islam. Und subhanallah, er bietet 5 Kurse, 5 verschiedene Kurse, ja, an 5 Tagen in der Woche. Entschuldigung, ich glaube sogar 6 Tage. Ich habe nur noch einen Ruhetag, ja, an dem er auch nicht ruht, arbeitet auch, aber in welchem er nicht in der Gemeinde ist, beziehungsweise nicht mit einer Verantwortung verbunden in der Gemeinde anwesend ist. Und subhanallah, die große Überraschung, liebe Geschwister, dennoch sind Plätze frei. Ist überrascht, oder? Ist überrascht. Subhanallah, und mit dieser Überraschung möchte ich mich heute befassen. Und übrigens, die heutige Khutba bezieht sich nicht auf Sheikh Hashim oder auf unsere Moschee im Speziellen. Dasselbe kann und muss auch gesagt werden in Bezug auf die Koranschule der Abu Bakr Moschee und die Koranschule der Tariq Moschee. Die haben auch hochqualifizierte, wundervolle, sympathische Lehrer mit wundervollen Stimmen. Und das ist in dem Sinne eine Geschmacksfrage. Ja, so wie im Fußball redet man von 2 Großen der heutigen Zeit und die Geschmäcker gehen auseinander. Dasselbe lässt sich in Bezug auf die Koranschulen der Frankfurter Moscheegemeinden sagen. Also hier geht es um das Prinzip, liebe Geschwister, nicht um unser spezielles Beispiel. Und subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird eine Beschwerde am Tag des Gerichts einlegen, seine Umma betreffend. Und zwar auch die Muslime betreffend. Allah Ta'ala hat im Koran, in Surat Al-Furqan, diese Beschwerde verewigt und festgehalten, damit sie uns eine Warnung ist. Damit wir nicht der Anlass sind, dieser Beschwerde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Er wird sagen, oh mein Herr, mein Volk, meine Umma hat diesen Koran als etwas betrachtet, was man vernachlässigen kann. Hart. Ibn al-Qayyim, er erläuterte, wie Muslime den Koran vernachlässigen oder verlassen können, ja,
ist sprachlich vielleicht näher bezüglich der Wiedergabe. Nämlich, dass Muslime den Koran nicht lesen. Dort fing Ibn al-Qayyim an. Und er machte weiter mit, dass sie nicht versuchen zu verstehen, was sie lesen. Und dann ging er weiter, dass sie nicht versuchen, das umzusetzen, was sie verstanden und gelesen haben. Und wenn er in der heutigen Zeit leben würde, würde er ansetzen, dass sie nicht lernen, ihn zu lesen. Dass sie nicht lernen, ihn zu lesen. Wenn er in der heutigen Zeit die muslimische Gemeinde sehen würde. Was er damals, Alhamdulillah, er war verschont davor, zu sehen, dass die muslimische Gemeinde nicht den Koran lesen lernt. Sie konnten lesen. Da war das Problem vielleicht hier und dort gewesen, mehr oder weniger, dass er vernachlässigt wurde, der Koran, in der Lesung. Aber nicht, dass man ihn nicht hätte lesen können. Und wir müssen, subhanallah, uns vor dieser Beschwerde in Sicherheit bringen. Die darf nicht auf uns zutreffen. Und motivierend sind die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Also die Besten von euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Das ist der Maßstab. Ich weiß, unter uns haben wir teilweise andere Maßstäbe. In der materiellen Welt, in der wir leben, oder in der materialistisch geprägten Welt, in der wir leben, gibt es nochmal ganz andere Maßstäbe. Aber subhanallah, das waren die Maßstäbe, die damals auch die arabische Halbinsel und das drumherum revolutionierten. Auf einmal war der Stammesführer nicht mehr der Geehrteste, wenn er nicht den Koran lernte und lehrte, sondern möglicherweise ein ehemaliger Kriegsgefangener, der auf einmal vorbetete für Reiche und Personen, die einen hohen gesellschaftlichen Status haben. Und ja, subhanallah. Es war eine soziale Revolution, subhanallah, damals. Die Sozialstruktur wurde komplett auf den Kopf gestellt, beziehungsweise auf die Beine gestellt, weil so ist es richtig. Ja? Das soll uns motivieren, liebe Geschwister, dass wir diese Nähe zum Koran suchen, dass andere Moscheegemeinden dann auch Interesse daran haben, auch eine Koranschule aufzumachen. Und das ist eine große Gnade, subhanallah. Viele Menschen haben nicht diese Möglichkeiten, haben keine Koranschulen in ihrer Nähe oder haben vielleicht auch Koranschulen, die natürlich bis aufs Vollste belohnt werden, aber wo vielleicht die Qualität nicht die ist, die, wie sie hier in Frankfurt geliefert wird. Ja? Sheikh Mohammed von der Abu Bakr Moschee, mashallah. Ja? Sheikh Sayyid von der Tariq Moschee, mashallah. Ja, lest ihre Lebensläufe, vernehmt ihre Rezitation, nehmt an ihren Unterrichten teil und ihr werdet wissen, das sind Menschen, subhanallah, die haben sich durchgesetzt. Ja, die haben sich durchgesetzt im Bewerbungsverfahren und sind bewährt über Jahre, subhanallah. Und wir haben die Möglichkeit. Und was bedeutet der Koran für uns überhaupt, liebe Geschwister? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und das sind bekannte Aussprüche, aber wir müssen unser Herz ja nochmal diesen Genuss geben, diese Aussprüche zu hören. Wenn der Koran, wenn sich Menschen versammeln, um den Koran zu studieren, um den Koran zu lesen, was passiert? Engel umschließen diese Kreise, ja, auch wenn sie in Reihen sitzen, diese Reihen. Und was passiert? Barmherzigkeit kommt auf sie herab. Und Seelenruhe, Seelenruhe. Wie viele Tabletten werden jährlich verkauft und Kapseln und Pillen und Therapiestunden bezahlt? Für Seelenruhe. Seelenruhe, As-Sakina, Barmherzigkeit Allahs, die herabkommt, Vergebung. Und drittens, Allah Ta'ala erwähnt den Engeln gegenüber, wer sich dort versammelt. Ihr wollt, dass Allah Ta'ala euren Namen ja, auf unvergleichliche Art und Weise ausspricht und euch ehrt, versammelt euch um des Koran willen. Versammelt euch um des Koran willen. Und diejenigen, die, ja, man kann sagen, Profis werden in der Koranrezitation und in
im Verständnis des Korans und im Auswendiglernen. Wisst ihr was? Der Prophet sagte über sie, sallallahu alaihi wasallam, dass sie in Gegenwart der edlen Schreiber der Engel sind. Ja, also die Engel sind in ihrer Gegenwart, subhanallah. Gut, vielleicht trauen wir uns das nicht zu, mal so ein Profi zu werden in Sachen Koran. Und da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diejenigen, die es schwer haben, die kriegen den doppelten Lohn. Ja, wo in der Dunya kriegt man ja, den doppelten Lohn, wenn man etwas nicht so gut beherrscht, wenn man Schwierigkeiten hat, subhanallah. Hier wird es wieder auf die Füße gestellt, subhanallah. Allah Ta'ala verspricht denjenigen, die es schwieriger haben, dass sie den doppelten Lohn bekommen. Subhanallah. Welchen Lohn, von welchem Lohn sprechen wir? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass man pro Buchstaben, den man liest, ein Buchstabe, man 10 Belohnungen bekommt, 10 Hasanat. 10 Hasanat, subhanallah. Wisst ihr, wie viele Buchstaben es im Koran gibt? Die Zählung, die Al-Hajjaj, ja, Allah möge ihm Barmherzigkeit und Vergebung zukommen lassen, ja, einer der Khalifen, bekannt für anderes, aber das wollen wir jetzt ausschweigen. Er ließ die Koranleser zusammenkommen und er stellte ihnen diese Frage, wie viele Buchstaben gibt es im Koran? Und sie zählten 340.000 Buchstaben und 370, also 340.370 Buchstaben hat der Koran. Jetzt setzt er noch eine Null davor und wenn ihr den gesamten Koran durchgelesen habt, dann seid ihr Millionäre. Dann seid ihr Millionäre. Und wenn ihr Schwierigkeiten hattet, ja, und habt, dann seid ihr Multimillionäre und Milliardäre. Subhanallah. Ja, aber nicht, dass irgendjemand die Absicht von euch jetzt hegt, stets Anfänger zu bleiben. Ja, das ist, ja, macht euch keine Sorgen. Denn wenn es darum geht, festzustellen, wie groß die Belohnung Allah Ta'alas ist, nach Ibn Rushd geht man immer vom Größeren aus, weil die Barmherzigkeit etwas ist, was sich ausweitet. Ja? Die Barmherzigkeit etwas ist, was sich ausweitet. Wa rahmati wasi'at kulla shay, wie Allah Ta'ala sagt. Und der Koran, subhanallah, ist ein Rechtsanwalt und ein Aufzug. Das sage ich, damit es besser haften bleibt. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Koran wird am Tage des Gerichts Fürsprecher, ja, sein für diejenigen, die ihn rezitiert haben. Quasi ein Rechtsanwalt, der einen verteidigt. Er hat mich gelesen, er hat sich mit mir beschäftigt, er hat Portionen von mir auswendig gelernt. Ja, den Koran als Rechtsanwalt zu haben, subhanallah. Den Koran als Fürsprecher zu haben, subhanallah. Und ein Aufzug in dem Sinne, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass am Tage des Gerichts befohlen wird, rezitiere. Und er wird vermögen zu rezitieren, die befragte Person, so wie sie auch in der Dunya den Koran rezitierte. Das heißt, wer 10 Seiten in der Dunya Koran gelesen hat, der wird nicht lange rezitieren können. Und während er rezitiert, steigt er auf. Und dort, wo er stoppt, weil er auch in der Dunya stoppte, ja, das war sein Maß, was er zusammentragen konnte, dort wird er dann eben seine Stufe im Paradies haben. Also wie ist es dann um diejenigen bestellt, die ihn monatlich durchgehen oder wie einige Sahabis sogar alle 2 Tage durchgehen. Ja? Uthman hat ihn einmal in einer Nacht auch rezitiert, subhanallah, subhanallah, der Koran. Sorgt für Barmherzigkeit, sorgt für Seelenruhe. Er ehrt uns. Er gibt uns sehr viele Hasanat. Er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher. Er ist unser Aufzug, in den wir, ja, also verzeiht, das ist ein falsches Gleichnis. Die Rezitation des Korans bedeutet für uns einen Aufstieg, was die Stufen im Paradies anbelangt. Je nachdem, wie viel wir hier rezitiert haben, werden wir auch im Jenseits rezitieren und dabei aufsteigen und stoppen dort, wo wir auch in der Dunya stoppten. All das soll uns motivieren, liebe Geschwister, dass wir diese enge Beziehung zum Koran aufbauen.
Aber liebe Geschwister, der Koran hat nicht nur lediglich Auswirkungen auf das Jenseits und nicht lediglich religiöse Auswirkungen, sondern die Beschäftigung mit dem Koran, liebe Geschwister, wird euch in eurer Dunya weiterbringen. Rein Dunya. Wenn es ums Geld geht, wenn es um Bildung und Abschlüsse geht, um weniger Hausaufgaben machen geht, um weniger stressvoll lernen geht. Eure Beschäftigung mit dem Koran wird euch all diese Dinge erleichtern. Und das sind Dinge, die sind nachgewiesen von Menschen, die vielleicht gar nicht religiös gewesen sind, sondern die sich einfach nur mit der Wissenschaft des Lernens befasst haben. Ja? Übrigens, um erstmal beim Koran und bei den, also im islamischen Spektrum, also im religiös-islamischen Spektrum zu bleiben, ihr werdet flüssiger lesen können. Wer auswendig lernt, wer sich mit dem Koran, also wer versucht, den Koran auswendig zu lernen, er wird flüssiger andere Portionen des Korans lesen lernen können. Und wer den Koran, liebe Geschwister, versucht auswendig zu lernen, wer dabei ist, Portionen auswendig zu lernen, er wird die arabische Sprache schneller lernen. Ich selbst, als ich in Ägypten Arabisch gelernt habe, konnte 3 Kategorien feststellen, ja, vom Lernerfolg her. Ja, dort gab es sehr viele Studenten aus Asien, Südostasien, die haben nur aus Wirtschaft, waren keine Muslime. Ja, sie haben sich haben Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften studiert und wollten dann in der arabischen Welt, wie gesagt, im Handel oder in der Politik beruflich tätig sein. Und die waren fleißiger als die Europäer. Kann man durchgehend sagen. Ja, so, natürlich, wir haben keine Vorurteile, aber das ist etwas, was beobachtet war. Ja, die kamen schneller voran, was den Lernstoff anbelangte. Ja. Aber wisst ihr, die andere Kategorie war diejenige, die wohl aus religiösen Gründen den Koran bereits lesen konnte und Koran auswendig lernte, die waren immer schneller im Erlernen der arabischen Sprache als die nicht-muslimischen Studenten. Die haben wir alle weit hinter uns gelassen. Weit hinter uns gelassen. Ja, und dann, wie gesagt, diejenigen, die wir hinter uns gelassen haben, da waren die Asiaten also deutlich auch schneller als die Europäer. Das heißt, das Erlernen des Korans wird euch auch das Erlernen der arabischen Sprache erleichtern. Wenn wir auswendig lernen hören, ja, oft denken wir so dabei, nichts Besonderes, hörst doch nur auswendig Lernerei und was bringt das auswendig Lernen? Ja? So diese Gedanken sind vor allem durch und nach der Reformpädagogik so Kulturgut geworden. Ja, da versteht man ja nichts, aber das ist falsch. Weil durch das auswendig Lernen beschäftigt man sich auch mit dem, was man auswendig lernt. Ja, das ist also etwas, was gering geschätzt wird oder unterschätzt wird, dass das Auswendiglernen einen positiven Effekt hat auf das Lernen insgesamt. Und subhanallah, wer sagt, dass wir nur den Koran oder lediglich den Koran auswendig lernen? Jede Moschee hat Kurse und Predigten und Vorträge und Seminare. Ja, und unsere Religion basiert auf dem Koran, einhergehend mit der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die was tut? Die letztendlich den Koran erläutert und detailliert. Ja? Das heißt, das ist ein Vorwurf, der ist praktisch irrelevant. Ja, weil welcher Muslim beschäftigt sich nur mit dem Auswendiglernen des Korans, ohne sich gleichzeitig nicht auch mit dem Studium des Korans inhaltlich zu beschäftigen? Und subhanallah, es ist nachgewiesen, selbst wenn man sinnlose Texte auswendig lernt, dass dies einen Transfereffekt auf das Gehirn ausübt, sodass das Gehirn andere Dinge besser verstehen kann. Das heißt, das Training des Gehirns durch das Auswendiglernen führt dazu, dass man an und für sich Dinge besser versteht. Das ist eine Art Grundlagendisziplin. Wie fast alle Sportarten auch, in gewissen Einheiten zumindest auch, Ausdauertraining mitgeben. Welcher Sportler macht kein Ausdauertraining? Alle Sportler machen mehr oder weniger Ausdauertraining. Ja? Ob es jetzt Schwimmen ist oder ob das jetzt Joggen ist, wie in den meisten Fällen. Ja, aber die Ausdauer ist etwas, was auch dem Körper insgesamt gut tut.
und die der Körper auch keine Leistung bringen kann. Und so ist das Auswendiglernen auch etwas, was das Gehirn für andere Lernaufgaben und Leistungen gesteigert, befähigt. Und das hiesige Schulsystem ist auch stark auf Auswendiglernen aufgebaut. Und es gibt mehrere Studien, wo man durch das Trainieren des Auswendiglernens es Menschen stärker ermöglicht hat, höhere Abschlüsse zu machen. Ja? Das heißt, deren IQ, deren Lernleistung war ansonsten begrenzt. Und wir sind alle begrenzt, außer Allah Ta'ala. Ja? Aber durch das Auswendiglernen hat man es ihnen auch erleichtert, höhere Schulabschlüsse zu erhalten. Subhanallah. Ja? Auch in den Naturwissenschaften. Auch für Naturwissenschaften. Ja, es ist nachgewiesen, dass diejenigen, die die Texte auswendig lernen, ja, einen schnelleren Lernfortschritt haben, ja, als diejenigen, die die Texte nicht auswendig lernen. Und jemand, den ich kenne, aber ich darf nicht seine Identität preisgeben, weil das hätte vielleicht, einige Leute würden diese Information falsch verstehen und übel auslegen. Aber ich kenne jemanden, der hat ein sehr schwieriges Studium hinter sich, auch sehr gut abgeschlossen, und vor allem lernte er in der Bahn. Und er ist mit dem Koran-Lernen aufgewachsen. Ja, das heißt, das befähigte ihn, später weniger Leistung oder weniger investieren zu müssen im Lernen. Ja? Das heißt, er konnte in der Bahn-Umgebung lernen, er konnte weniger Zeit darin investieren und hat trotzdem großartige Ergebnisse, ja, auf seinem Feld vorzuweisen. Warum? Weil er früh in diese Schule des Koran-Auswendiglernens oder des Koran-Lernens hineinkam, allein durch seine Familie. Aber der Koran, liebe Geschwister, erstreckt sich auch auf weitere Bereiche des menschlichen Lebens. Ganzheitlich. Der Koran ist auch, subhanallah, Melodie. Der Koran lehrt den Menschen die Ästhetik der Melodie. Und wenn man sich mit dem Koran befasst, subhanallah, man entwickelt eine melodiöse Stimme. Ja? Man kann dann später seinen Kindern schönere Schlaflieder vorsingen. Ja? Und unabhängig davon natürlich auch schöner vortragen. Ja? Und das ist auch ein Geschenk an den Menschen, dass er Melodie, ja, hat, dass er melodisch sprechen kann, dass er dass dieser Bereich in ihm trainiert wird. Und welches Volk auf Erden, liebe Geschwister, was nicht singt? Ja, das ist ein Urbedürfnis des Menschen. Allah Ta'ala gab es ihm mit. Und dieses Urbedürfnis, ja, möge dem Koran lernen und lehren dienlich sein. Ja, und wir alle kennen die schöne Stimme Sheikh Hashims, ja, und der anderen Imame in den anderen Moscheen. Und anstatt dass die Kinder alle meine Entchen auswendig lernen, subhanallah, lass sie doch Dinge lernen, die ihnen wirklich lebenslang Orientierung geben, ja, die sie ein Leben lang auch begleiten. Auch noch, subhanallah, als ich damals zum Edersee eine kleine Reise gemacht habe, gab es dort Bauten aus Stein mit Aushöhlungen für den Kopf, sodass man dort den Kopf hineinbegeben hat und dort summen sollte. Da gab es einen Erklärungstext, dass ich habe das jetzt, kann das nicht ganz wiedergeben, aber dass bestimmte Völker, ja, also Heilung, ja, oder medizinische Behandlung darin sehen, dass der Mensch summt und, ja, den Kopf zum Vibrieren bringt. Ja, und subhanallah, wer den Koran und Tajweed studiert, ja, man hat Al-Idram und, ja, so die, diese Summlaute, ja, im Doppelnun, im Doppelmim und in den Regeln des Ns, wenn es sukuniert ist, ja, gibt es sehr viele Summlaute. Ja, subhanallah. Das heißt, ja, das kann man noch weiter erforschen, ja, beziehungsweise ist mir das jetzt nicht, Forschungsergebnisse noch nicht bekannt, aber ich kann mich gut daran erinnern. Und da habe ich gesagt, ah, subhanallah, und guck, wir summen auch täglich durch den Koran. Wir summen täglich durch den Koran. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, liebe Schwestern, die beiden Schwesternkurse bieten noch Plätze. Ja, Schwestern, ihr wisst nicht, wie wichtig ihr seid, wenn ihr es nicht für euch selbst tut. Ja, tut es für eure hohe Position, für eure höhere Position, die ihr in der Familie habt. Die Frau ist die erste und prägendste Schule, subhanallah, eines Menschen. Ja. Und wir haben noch weiterhin Plätze für 10- bis 13-Jährige, die sich mittwochs abends und samstags treffen. Und wir haben Plätze für 14- bis 17-Jährige, ja, die sich dienstags und samstags treffen. Übrigens haben die Schwestern die besten Termine gegeben bekommen. Ja? Die Wochenendtermine. Das heißt, einmal samstags ab 9:45 und einmal sonntags um 16 Uhr, was dann auch harmoniert mit dem Frauentreff, der alle zwei Sonntage stattfindet. Ja, das heißt, man kann den Frauentreff dann überleiten in den Korankurs. Ja, also wir haben da, liebe Schwestern, wir haben da die Zuckertermine euch überlassen, ja, die Zucker, weil wir Gentlemen sind, weil unsere Religion dies lehrt. Ja. Von daher, hal jazaul ihsani illa al-ihsan, gibt es einen Lohn für Güte als die Güte selbst. Ja. Also vergütet uns, inshallah, der Organisation, dass ihr diese Zuckertermine bekommen habt, durch Ausbuchung und Überbuchung. Ja. Lasst euch auf die Wartelisten setzen. Liebe Eltern, ja, also gerade für 10- bis 13-Jährige adressiere ich erstmal die Eltern. Wir haben nun gehört, was der Koran für uns bedeutet. Vieles ist uns bekannt. Ja? Vieles war uns vielleicht unbekannt. Vielleicht meinten wir, dass wir der schulischen Laufbahn dadurch Schaden zufügen, wenn wir in irgendeiner Form noch 1, 2, 3 Termine wöchentlich dem Koranstudium vorbehalten. Aber nein. Je stärker man sich dem Koran widmet, umso stärker wird man dann auch in der schulischen Laufbahn sein. Und das entspannt ja auch, subhanallah. Es ist eine Entspannung. Seelenruhe kommt auf uns herab. Man entspannt sich. Man braucht auch Pause von dieser Leistungsgesellschaft, subhanallah. Ja? Man braucht Pause von dieser Leistungsgesellschaft. Und welche bessere Pause gibt es? Ja? Deswegen unternehmt. Ich weiß. Ja? Ihr arbeitet selbst. Dann muss man die Kinder von irgendwo abholen und irgendwo hinfahren. Dann hat man 1,5 Stunden Zeit, was macht man mit diesen 1,5 Stunden? Ich sage euch was, die werden euch selbst gut tun, liebe Eltern. Ihr werdet vielleicht selber in der Moschee sein und aus dem Mushaf lesen können oder eure Bittgebete vortragen. Ja? Ihr könnt aber auch hier parken und in Skyline Plaza gehen und dort eure Wäscheneinkäufe, Wocheneinkäufe erledigen. Ja? Oder ihr könnt hier halal beim Bosnier essen oder halal bei der Pizzeria essen oder sogar das Essen zum Mitnehmen für nach Hause machen und dort auch etwas entlasten, subhanallah. Ja? Das ist dann Zeit für euch. Oder Väter oder Mütter, die diese Fahrtleistungen macht. Das sind, ihr könnt euch dann auch so zum Kaffee trinken verabreden und ein bisschen austauschen, wie geht's, was macht ihr? Ja? Das heißt, auch für diejenigen, die diese Fahrdienste leisten oder diese Begleitdienste leisten, vielleicht sind es auch ältere Geschwister. Das wird alles für euch sein, liebe Geschwister. Und ihr werdet sehen, dieser Termin in der Woche oder diese 2 Termine in der Woche, die werden euch entspannen. Und lasst euch auch nicht, weil es gibt ja in dieser Leistungsgesellschaft, der Scheitan passt sich den jeweiligen Gesellschaften an. Deswegen hier der Scheitan, der hat Krawatte an und Businessanzug und wie redet er? Er sagt, ja, man kann doch gar nicht auswendig lernen und das wird doch, also das Ziel wird man doch nicht erreichen. So, oh, auf einmal ist es für ihn interessant, ja, dass wir islamische Ziele erreichen. Aber subhanallah, beim Koran auswendig lernen ist der Weg das Ziel. Der Weg, der kann ruhig jahrelang gehen. Ibn Umar, der ein, mashallah, der hat Kapazitäten gehabt, intellektuelle. Kapazitäten und dennoch ließ er sich, ich meine, 4 Jahre Zeit, um den Koran auswendig zu lernen. 4 Jahre, ja. Und es gibt Araber, und das ist dokumentiert, liebe Geschwister, die haben den Koran in 30 Tagen auswendig gelernt. Ja, das waren, mashallah, auch intellektuell sehr, sehr Begabte und haben vorher auch andere Studien abgeschlossen. Und das Gehirn war trainiert, alhamdulillah. Und dann haben sie einen intensiven Moment der Tauba gehabt und haben gesagt, jetzt lerne ich den Koran auswendig. 30 Tage, das ist bezeugt und dokumentiert, liebe Geschwister. Ja, bezeugt und dokumentiert. Der Weg ist das Ziel. Lasst euch Zeit, alhamdulillah.
Und auch wenn ihr das nicht erreicht, Alhamdulillah, ihr habt einen Befehl Allah Ta'alas umgesetzt. Kunu ma'as-sadiqin. Und gehört zu den Wahrhaftigen. Gesellt euch unter die Wahrhaftigen. Verbringt Zeit mit denen. Ja? Und auch das ist ein Grund, subhanallah. Man hat ja mehrere Absichten. Man braucht nicht nur eine, sondern die Gelehrten haben so gesagt, mach für eine Tat sogar mehrere Absichten, dann kriegst du auch mehrfach Belohnung, weil du ja auch mehrere Absichten hattest, weil die Taten gemäß den Absichten bewertet werden. Sucht euch durch, ja, den Besuch einer Koranschule, eure Freunde, eure Bekannten, eure Geschäftspartner, ja, eure Schwager, ja, eure Schwiegerväter, eure Schwiegermütter, ja, subhanallah. Kunu ma as-sadiqin. Und das bedeutet Baraka. Das bedeutet, liebe Geschwister, Baraka. Und liebe Geschwister, ich sage euch, ich bin der Erste und der Fanatischste, wenn es darum geht, dass Sheikh Hashims Potenzial genutzt wird. Und wenn wir hier sehen, dass in einigen Monaten diese Kurse nicht gut ausgebucht sind, er wird nicht lange hier bleiben. Ich werde ihn, ja, rausekeln, damit er woanders sein Potenzial anbietet. Aber ich weiß, das wird nicht passieren. Aber ich sage nur, so eine kleine Drohung, ja, darf man schon vernehmen. Dieser Mensch, subhanallah, und seinesgleichen, dasselbe gilt, wie gesagt, für Sheikh Sayyid und Sheikh Muhammad, ja, diese Menschen, subhanallah, ja, die verdienen Schüler, die sie verdienen. Und Alhamdulillah, wir werden das begreifen, wir werden das begreifen. Wir werden das begreifen, inshallah. Und wir werden spüren, wie es uns auch gut tut. Und selbst wenn man das vielleicht für ein oder zwei Jahre lediglich hinbekommt, aber die Grundlagen sind gegeben worden. Die Grundlagen sind gegeben worden. Wie viele Geschwister kennen wir, die sagen, wala zalin und ja, haben andere Schwierigkeiten mit gewissen Buchstaben. Warum? Weil sie es in der Kindheit falsch gelernt haben. Und dass man einmal falsch gelernt hat und falsch auswendig gelernt hat, oh, da schleicht sich gerne mal wieder rein, selbst nach Jahren. Ja, in allen Bezug auf alle Belange des Lebens. Ja, auch im Sport, Wurftechnik, Schusstechnik, alles Mögliche. Lernt es richtig von Anfang an. Das heißt, selbst wenn ihr euch sagt, okay, wir schaffen das ein Jahr, ja, mit hinfahren und zurückfahren und ja, ein bisschen Stress. Alhamdulillah, eure Absicht ist wundervoll, weil ihr sagt, in diesem Jahr haben wir Grundlagen gegeben. Und das ist eine elterliche Pflicht, liebe Geschwister. Das ist eine Pflicht als älterer Bruder, als ältere Schwester, ja, dass man den Kindern, den Heranwachsenden diese Grundlage gibt. Und am Ende kann man sagen, jetzt bist du selber verantwortlich. Du weißt schon, wie es geht. Ja, du hast schon, ja, den Geschmack bekommen. Du hast schon den Geschmack bekommen. Und welch schöner Geschmack, liebe Geschwister, dass man mit dem Koran verbunden ist und Barmherzigkeiten bekommt und Seelenfrieden bekommt und Ehrung von Allah Ta'ala bekommt, ja, und einen Fürsprecher bekommt und ein Aufsteigen am Tage des Gerichts bekommt, was die Stufe des Paradieses feststellt und dass man Multimillionär, Milliardär werden kann, aufgrund dessen, dass Allah Ta'ala so barmherzig ist, dass ein gelesener Buchstabe mit 10 guten Taten belohnt wird, ja. Und subhanallah, und das ist bezeugt, das ist, ja, Mujarrab, dass man durch das Erlernen des Korans auch die anderen Aufgaben, die man als Mensch hat, sich zu bilden, erleichtert bekommt. Erleichtert bekommt, liebe Geschwister. Ja? Das heißt, in unserem Terminkalender sollte ersichtlich sein, wie nah wir dem Koran sind. Wir sollten 1-2 Tage haben, in der Woche am besten 2 Tage haben, wo wir Unterricht nehmen. Und das bindet einen, subhanallah. Ja? Ich weiß, einige von euch sagen jetzt, oh, ich mache das zu Hause. Ja? Ihr seid auch dieselben, die 10 Liegestützen täglich machen, stimmt's? Ja? Dieses Jahr zu Hause. Der Mensch macht nichts zu Hause. Zu Hause isst er, trinkt er, schläft er und ja, entspannt sich. Der Mensch braucht eine Bindung, er braucht einen Lehrer, er braucht eine Gruppe, er braucht einen besonderen Ort. Ja? Wenn er etwas erreichen möchte, egal was er erreichen möchte, man braucht Lehrer, man braucht eine Gruppe, man braucht einen Ort, der speziell dieser Sache gewidmet ist. Tragt das weiter. Ja? Wetteifert, liebe Geschwister, wetteifert, tragt das weiter, füllt die Schulen, macht andere Schulen auf in anderen Moscheen, ja, weiß ich nicht.
ja, ihr seid auch in anderen Moscheen, mashallah, aktiv und ihr könnt Geld sammeln und ihr könnt euch Koranlehrer holen, wie die anderen Moscheen das auch getan haben, alhamdulillah. Alles Baraka, subhanallah. Ja? Alles Baraka. Weil daran, liebe Geschwister, ja, hängt alles. Der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, ja, dass Allah Ta'ala erhöht durch den Koran, aber andere auch hinabsteigen aufgrund ihrer Vernachlässigung des Korans. Wenn unsere Umma richtig stark wird, liebe Geschwister, dann nur durch den Koran und unsere Beschäftigung mit ihm. Und übrigens, es sollte sich durchgesetzt haben mittlerweile, dass wenn ein Jugendlicher um die Hand anhält, dass man fragt, wo warst du gewesen, als Koran unterrichtet wurde? Zeig mal deinen Stundenplan, zeig mal deinen Kalender, ja, den du hattest, 2018, 2017. Warst du in der Tariq-Moschee angemeldet? Warst du in der Abu Bakr-Moschee angemeldet? Warst du hier im IES angemeldet oder sonst irgendwo angemeldet? Und dann holt er vielleicht aus der Kiste, wo so die Dinge aufbewahrt werden, die man dann später mal seinen Kindern und Enkelkindern zeigt, ja, oder die man selber mal so für sich benutzt. Ah, was habe ich damals 2018 gemacht? Dann holt man diese Kalender raus und was war drin? Ja, Fitness und Fußball und diese ganzen Dinge, subhanallah. Das kann man alles machen, alhamdulillah. Man findet auch für alles Lösungen. Ihr wollt Fußball spielen, alhamdulillah. Wir Menschen, wir tun manchmal so, als ob wir immer vor die Wahl gestellt werden. Entweder oder, entweder oder, entweder oder. Nein, macht alles, subhanallah. Mietet euch Fußballhallen und findet Platz in eurem Kalender für all die anderen Dinge. Und das ist auch sehr wichtig, das tun wir immer wieder. Habt Hobbys und Unterhaltung und Spiel und Spaß und Erfrischung. Aber der Muslim kennt auch Prioritäten. Und die oberste Priorität, die wir haben, liebe Geschwister, ist, dass wir gute Muslime werden. Und wir werden gute Muslime, indem wir uns dem Koran, ja, dass wir den Koran verinnerlichen, dass wir uns dem Koran widmen, dass wir den Koran in unseren Alltag integrieren, dass das alltäglich ist, wie atmen. Ja, ganz normal. Ganz normal, inshallah. Gewöhnlich, das meinte ich damit. Und subhanallah, ich sage euch, es ist nicht unmöglich, hier in dieser Welt den Koran auswendig zu lernen. Wir kennen alle den ersten Vorsitzenden der Tariq-Moschee, Al-Arishi. Ja, der hat auch einen guten Job. Hat auch eine sehr schwierige Ausbildung abgeschlossen. Mit Bravour auch, alhamdulillah. Hat auch Familie und ist auch erster Vorsitzender von einer der größten Moscheen Deutschlands. Und was hat er gemacht? Er hat den Koran auswendig gelernt. Subhanallah. Ja. Aber auch wenn wir nicht dieses edle Ziel erreichen, liebe Geschwister, der Weg ist das Ziel. Und Allah Ta'ala wird die Menschen nach ihren Kapazitäten auch richten. Manche können vielleicht lediglich ein Dreißigstel auswendig lernen. Aber wenn sie es tun, werden sie so behandelt, wie derjenige den Koran komplett auswendig lernen konnte, weil er auch die Kapazität dazu hatte. Weil Allah Ta'ala, wie gesagt, individualisiert die Menschen gemäß ihren Möglichkeiten und Kapazitäten auch bewertet. Subhanallah. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. Oh Allah, du bist derjenige, der den Koran herabgesandt hat, aus Barmherzigkeit. Und dies ist das Buch, in ihm liegt unsere Ehre, unsere Rechtleitung, unser irdischer Genuss und unser jenseitiger Erfolg. Bitte helf uns, oh Allah, dass wir uns dem Koran und dessen Rezitation und dessen Verständnis und dessen Umsetzung und die Einladung zu diesem verschreiben, oh Allah. O Allah, bitte lass uns auch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gleichermaßen als Erläuterung des Korans wertschätzen. Allahumma amin. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte stärke uns durch das Gebet, O Allah. Bitte lass uns das Gebet begreifen wie eine Oase in einer Wüste, dass wir Stärkung darin erfahren und Genuss darin erfahren und Seelenfrieden darin erfahren. O Allah, bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Dien, O Allah. Und vergib den Verstorbenen wie auch den Lebendigen. O Allah, rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst und lasse uns dein Licht weiterleiten dürfen, O Allah. Allahumma amin. O Allah, für alle Menschen, die Not leiden, die hungern und die dursten und die Angst haben, O Allah, die bekriegt werden und die gefangen genommen worden sind und die Folter erleiden, O Allah, bitte schenke ihnen Abhilfe und Erleichterung, Sieg und Befreiung und Selbstbestimmung und Heilung, O Allah. Allahumma amin. Heile bitte die Kranken unter uns und verheirate die Unverheirateten unter uns, O Allah. Und schenke denen, die sich Kinder wünschen, rechtgeleitete, gesegnete Kinder. Allahumma amin. Bitte beschütze die nächsten Generationen im Speziellen, O Allah, und vergib uns, O Allah. Allahumma amin. Allahumma amin.
Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.